Hallo liebe Tintenfreunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe mich entschlossen, all meine Tinten, die ich in den letzten Jahren oder besser gesagt Jahrzehnten hier bei mir angesammelt habe, nach und nach hier vorzustellen. Ich habe mir gedacht, ich fange am besten mit einer neuen Tinte von Diamine an. Und zwar seht ihr die hier, das ist die Diamine Celadon Cat. Das ist so ein grau-grün oder ein Grau mit Grünstich, könnte man sagen. Und zwar ist die Diamine Celadon Cat ein Tintenprojekt der Fountain Pen Community, also der Füllfeder Community von Reddit. Und zwar ist es was Spezielles, was Diamine alle ungefähr 2 bis 4 Jahre macht. Und zwar kann da die Reddit Community Tinten vorschlagen, die sie gerne kreiert haben möchten von Diamine. Es kann dann jeder, der möchte, dort mitwählen und seinen Favoriten auswählen. Es werden immer die mit den meisten Stimmen kommen dann in die nächste Runde. Das heißt, es hat mehrere Durchgänge. Es dauert mitunter mehrere Monate, bis dann letztendlich ein Sieger feststeht und diese Tinte kreiert dann Diamine. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel Earl Grey oder Aurora Borealis oder auch Writer's Blood, war auch von der Reddit-Community ausgesucht. Und letztes Jahr, 2022, war das Rennen so knapp zwischen zwei Tinten, dass Diamine sich entschieden hat, beide Tinten zu machen. Wie gesagt, eine davon von den Siegern ist Celadon Cat. Der zweite Sieger war Sailor's Warning. Das ist so ein Orange-Rot mit Schimmerpartikeln, die blau sind, aber je nach Lichteinfall auch ein bisschen lila glänzen sollen, habe ich mir sagen lassen. Ich werde euch die Sailor's Warning in Kürze auch mal vorstellen. Aber heute geht es einmal hier um die Diamine Celadon Cat. Und zwar werde ich euch hier mal zeigen, wie sie auf Rhodia-Papier ausschaut. Das ist so ein Rhodia 80 Gramm Block, den man online bei diversen Shops beziehen kann. Das machen wir da mal mit so einem Ohrstäbchen. Einen kleinen Swap, damit ihr den Swap nicht nur auf dem Coloring seht, sondern auch auf dem Rhodia-Papier. Ja, die Tinte kriegt man übrigens hier in entweder diesen 30 ml Fläschchen oder in 80 ml Fass. So, schauen wir mal den Namen hin. Es ist Diamine Celadon Cat. Das ist übrigens eine M-Feder im Lamy Studio. Ich schreibe da jetzt hier noch dazu Reddit Projekt am besten. Also wie gesagt, dieses Unterforum auf Reddit heißt Fountain Pens. Das heißt, jeder, der sich da interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Werden immer Mitunterfüllers gezeigt, Tinten gezeigt. So, dann haben wir hier eine Lamy extra Feinfeder. Extra fein wäre mir persönlich diese Tinte ein wenig zu hell. Vor allem, ich meine, wenn man einzelne Wörter schreibt, geht's, aber in der Summe wäre das dann doch mir einfach von der Sättigung zu wenig. Wenn man das seitenweise schreibt. So, dann haben wir hier noch einmal die
M. Die Tinte selbst fühlt sich im Füller nicht trocken an, aber sie schreibt nicht so geschmeidig, wie man das vielleicht von Pilot Hero Shizuke Tinten kennt. Ich würde es jetzt von der, wie sagt man, Nassheit oder Trockenheit eher mehr so im Durchschnitt einordnen. Das heißt, sie ist nicht ganz trocken, aber auch nicht über dem Maßen nass. So machen wir hier eine kleine Sonne, um einen kleinen Wassertest zu machen, um zu schauen, ob man eventuell die Tinte wieder oder das Gelesene wiederherstellen könnte, beziehungsweise lesen könnte, falls man irgendwas drüber schüttet über das Geschriebene. So, damit das aber ein bisschen einziehen kann, machen wir hier vielleicht noch die Trocknungszeit mit der M-Feder. Machen wir hier 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, verwischt noch ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, auch noch ein bisschen. 1, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 und ist trocken. Okay, mal hackeln da. So, dann schauen wir uns noch vielleicht die F-Feder an von der Trocknungszeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da verwischt noch ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und trocken. Okay, man sieht also, habe ich die Punkte vergessen, man sieht also bei der F-Feder 10 Sekunden, das heißt auch für Linkshänder sehr gut geeignet, die Tinte. So, dann kommen wir zu dem, zu der Wasserfestigkeit. Jetzt mal ein bisschen Wasser drauf. Hole euch da mal näher ran. Also ihr seht, es löst sich schon leicht auf. Und meine Küchenrolle tupfen das schön ab und die Tinte ist weg. Also man kann vielleicht noch erahnen ganz leicht, was man geschrieben hat, aber nee, ich würde sagen, diese Tinte ist definitiv nicht wasserfest. Dann möchte ich euch noch kurz zeigen, wie die Tinte auf. Hoppala, da noch was Nasses. Wie die Tinte noch auf cremefarbenem Papier ausschaut. Und so habe ich die Tinte hier auf ein Rhodia Goldbook geschrieben. Ja, für mich persönlich wäre sie auch hier ein wenig zu hell, vor allem wenn man längere Texte schreibt und das dann nochmal in Korrektur lesen möchte. Ist für mich persönlich einfach eine gesättigtere Tinte da einfach besser geeignet. Shading-Verhalten, hier ist es aber durchaus da. Das habe ich übrigens auch mit dem Lamy Studio, mit der M-Feder geschrieben. Sieht hier schönes Shading-Verhalten.
Und jetzt am Ende machen wir noch einen kurzen Tintenvergleich. Diamond hat auch sehr viele Tinten in seinem Programm, ich glaube weit über 200. Und interessant ist, dass ich habe nicht alle Diamond Tinten, vor allem bei den Shimmer Tinten habe ich fast gar keine. Aber von den Standard Tinten habe ich jetzt keine gefunden, die der Celadon Cat ähnlich käme. Die einzigen ähnlichen in der Richtung, das wäre vielleicht von D. Atrementis die Celadon. Von D. Atrementis die Tinte ist aber weitaus gesättigter und um einiges grüner als wie die Celadon Cat. Und als zweite ähnliche Tinte habe ich noch gefunden von Colorverse, die NGC6302. Das ist die Tinte, die im kleineren Tintenfass kommt, wenn man die Butterfly Nebula kauft. Aber auch diese Tinte ist im Vergleich zu Diamine Celadon Cat ein bisschen gesättigter und auch grüner im Spektrum. Beziehungsweise die Celadon Cat von Diamine ist mehr in Richtung Grau unterwegs. So, das war's jetzt hier mit meinem ersten Tintenreview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Abo da. Über ein Like würde ich mich auch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Tintenvorstellung wieder. Bis dorthin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi und Baba!